Hallo zu einem neuen Video der Berufsschule 7. Wir bewegen uns heute mal wieder im Bereich der Datenbanken und zwar genauer gesagt bei den Stored Procedures oder auch Stored Functions. Ich möchte dem Video einfach erklären, was Stored Procedures bzw. Stored Functions sind. Man muss es einschätzen können, man muss es bewerten können. Ich werde auch ein paar Beispiele geben im Bereich von MySQL. Hintergrund, dass ich das dazu sagen muss, ist, dass das bei den verschiedenen Datenbankherstellern unterschiedlich funktioniert. Das heißt, Hauptaugenmerk wird nicht sein, dass wir den Syntax verstehen, sondern einfach, dass wir ja, verstehen, was man mit diesen Dingern eigentlich so alles anstellen kann. Kümmern wir uns jetzt erstmal darum, was Stored Procedures oder auch Stored Functions sind. Wie wir wissen sollten ist, oder was wir wissen sollten, ist, dass SQL mengenorientiert ist. Also bei SQL möchte ich auf Datenmengen zugreifen und zwar deklarativ. Es ist eine deklarative Programmiersprache. Diese Befehle, diese deklarativ definierten Befehle, zielen eben auf Datenmengen, Tabellen und deren Beziehungen ab. Und sie sagen, was gemacht werden soll, nicht wie. Das ist ja der Unterschied zwischen einer deklarativen und einer imperativen Programmiersprache. Deklarativ sagt man, was ich gerne hätte. Imperativ muss ich sagen, wie es gemacht werden soll. Und die einzelnen Befehle orientieren sich daran, was der übliche Nutzer von Datenbanken, also der SQL-Nutzer, eigentlich braucht. Was SQL eben nicht ist, es ist nicht prozedural und auch nicht imperativ. Das bedeutet, ich habe keine Kontrollstrukturen, ich habe keine Variablen in SQL und ich habe auch keine eigenen Unterprogramme. Ich habe zwar Subselects, aber das ist kein eigenes Unterprogramm. Und ich kümmere mich jetzt erstmal, oder worum wir uns jetzt kümmern, ist, wie können wir diese Sachen, diese Einschränkungen umgehen? Also Stored Procedures füllen sozusagen diese Lücke von dem Umgang mit Datenbanken, diese Lücke, die mir SQL hier hinterlässt. Gucken wir uns mal eine Stored Procedure an. Nur um den Syntax einfach mal so ein bisschen einzuordnen. Als allererstes habe ich hier den sogenannten Delimiter, den ich umstelle. Hintergrund ist, dass innerhalb dem Beginn- und Endbereich von meiner Stored Procedure beliebig viele Semikolons sein können. Damit aber der Befehl sauber abgeschlossen wird, also das Erzeugen der Procedure, brauche ich hier an der Stelle ein Umschalten des Delimiters, weil sonst würde er nach jedem Semikolon versuchen, den Befehl abzuschießen. Das Ganze habe ich bei den Triggern schon mal erklärt und da kann man das Ganze nochmal nachgucken. Also ich ändere den Delimiter, also das Zeichen, das dafür sorgt, dass mein Befehl abgeschickt wird, auf, meistens macht man $$. Jetzt habe ich wieder Create, wie es ganz üblich ist, eben auch bei SQL. Ich erzeuge jetzt, in dem Fall jetzt eine Procedure. Und ich habe jetzt irgendeinen beschreibenden Namen. Wenn ich keine Parameter habe, dann sind die, ja, die Klammern einfach leer. Und zwischen Beginn und End ist der eigentliche Rumpf meiner Stored Procedure. Und End muss ich jetzt mit $$ abschließen, weil das ja der neue Delimiter ist. Zwischen Beginn und End kann ich jetzt beliebige Statements reinschreiben. Also ich kann beliebige Select Statements, beliebige Funktionalitäten hier einfach abfeuern und die mit dem Semikolon hintereinander herschieben. So, hier schließe ich das Ganze jetzt eben ab mit dem neuen Delimiter und schiebe den Delimiter dann am Schluss wieder auf das Semikolon zurück, dass wir eben wieder Konsole eben wieder ganz normal funktioniert. So, was passiert jetzt, wenn ich das aufrufe? Ich rufe diese Procedure mit dem Schlüsselwort call auf, also call my first procedure. Und dann läuft er die Befehle zwischen dem Beginn und dem End ab. Hier sehe ich jetzt, dass intern dieses Select Count Stern als Anzahl from Schüler durchgeführt wurde. Das ist jetzt auch das Ergebnis. Das sehen wir hier, diese typische Struktur, die mir ein Select Statement eben ergibt. Und ich habe hier am Schluss jetzt eben one row in set und dann die Ausführungszeit.
Und hier ist jetzt die Info über den Call. Der sagt, aha, ich habe jetzt diese Gesamtquery, diesen Call ausgeführt und das sagt, er hat einfach 0 Zero Rows affected. So, das heißt, eine Stored Procedure ist erstmal nichts anderes wie die Möglichkeit, verschiedene Statements einfach hintereinander zu schieben und die dann mit einem Aufruf abzufeuern. Ja, was können wir noch machen? Wir können jetzt beispielsweise Parameter hinterlegen. Ja, wir können hier einen Parameter, den habe ich jetzt MyClass genannt. Das soll ein Varchar 10-Typ sein. Und vorne steht es das In. Das bedeutet, dass mein Parameter nur für den Input in diese Stored Procedure verwendet wird. Ja, und das nutze ich wie eine Variable. Ich kann jetzt hier in meinem Statement sagen, Select Count Stern ist Anzahl from Schüler, wer Klasse ist gleich, was auch immer als Parameter bei dem Aufruf dieser Stored Procedure übergeben wurde. Probieren wir das mal aus. Ich führe das jetzt hier aus, my second procedure, so habe ich das Ding genannt. In Parameter, also in den Klammern, schreibe ich jetzt 11AFI. Das heißt, das eigentliche Select wird jetzt ausgeführt mit Select Count Stern, ist Anzahl from Schüler, where Klasse ist gleich 11AFI. Und somit kann ich jetzt eben, wie gesagt, beliebig viele Parameter, dann kommen wir separiert dann in meine Stored Procedure einführen. So, jetzt haben wir gesagt, dieses in ist für Daten, die in die Stored Procedures reingebracht werden. Das wäre jetzt am ehesten vergleichbar mit Call by Value. Dann haben wir out. Das ist ein Parameter, der ausschließlich für die Ausgabe genutzt wird. Ja, das wäre so Art Call by Reference, ohne dass ich sie vorbelegen kann. Also eher ja, eine etwas ja, esoterische Funktionalität. Und in-out ist für beides. Dort kann ich Werte rein und wieder raus. Das wäre so das typische Call-by-Reference-Verhalten. So, im Wesentlichen oder im Regelfall nutzen wir das in. Und weil wir einfach Werte in diese Stored Procedure reinpacken wollen. Wir gucken uns aber trotzdem mal ein Beispiel für in-out an. Und zwar habe ich jetzt hier ein In-Out-Value. Ja, also MyValue ist sowohl für die Eingabe in die Stored Procedure und für die Ausgabe als Rückgabewert wird sie genutzt. Und jetzt mache ich hier einfach eine Zuweisung. MyValue ist gleich MyValue plus 10. Das heißt, diese dritte Procedure, die wir hier bauen, ist einzig und allein dafür da, ich bekomme eine Variable. Und ich erhöhe die Variable um den Wert 10. So, jetzt kann man natürlich nicht einfach unsere Stored Procedure aufrufen mit einer Zahl, sondern ich muss sie mit einer Variablen aufrufen, weil der Rückgabewert muss ja wieder in einer Variable vom Aufrufer her übernommen werden. Das heißt, ich schaffe mir erstmal eine Variable und das läuft mit diesem Add-Zeichen und dem Set. Set war ja die Belegung eines Wertes. Und wenn ich jetzt sage Set at myInt ist gleich 5, dann erzeuge ich eine Variable, die heißt myInt. Die übernimmt den Wert 5. Ich muss hier keinen Datentyp hinterlegen und damit existiert diese Variable während meiner Session. Und deswegen nennen wir das auch Session-Variable. Das heißt, wenn ich die Konsole wieder schließe und neu öffne, dann ist diese Variable weg. So, jetzt mache ich Call my third procedure mit dieser Variable, eben diesen add myInt. Das heißt, die Variable mit dem Wert 5 wird in die Stored Procedure übergeben. Dort wird sie jetzt erhöht um 10. Und wenn ich jetzt sehen möchte, was da rausgekommen ist, muss ich ein Select auf diese Variable ausführen. Also Select myInt, also add myInt, und dann sehe ich, steht dort die 15 drin. So, das ist natürlich jetzt ein bisschen ja, eine aufwendigere Geschichte, weil ich hier mit Session-Variablen arbeiten muss. Aber wir werden noch sehen, bei einer anderen Situation wird uns die Session-Variable eigentlich ganz, ganz gute Dienste bringen. Gut, also soweit erstmal. Gehe ich mal davon aus, sollte es nicht das große Problem sein.
Schauen wir uns nochmal die Variablen an, mit denen wir jetzt hier in dem Rahmen von MySQL arbeiten können. Wir haben die globalen Variablen und diese globalen Variablen müssen wir, wenn wir sie setzen, mit set global setzen. Also set global und dann gibt es eine Systemvariable, die heißt max connections und die setze ich jetzt hier auf 100. Das heißt, mein Datenbank-Server akzeptiert es nur noch 100 maximale Connections oder nur noch maximal 100 Connections. Und das gilt nur für vordefinierte Systemvariablen. Also ich kann in MySQL, zumindest in der aktuellen Version, keine eigenen globalen Variablen definieren. Dann gibt es die Session-Variablen, die haben wir gerade gesehen. Wir deklarieren die mit einem Add und gleichzeitig wird es gesetzt mit dem Wort Set. Also Set Add My Var 1, 2, 3, 4, 5 und dann existiert diese Variable und die ist gültig ab der Deklaration, also diesem Set, bis zur Beendigung dieser MySQL-Verbindung. Das heißt, solange die Konsole läuft, beziehungsweise wenn ich jetzt, was weiß ich, in PHP arbeite, zwischen dem Connect und dem Trennen der Connection. Lokale Variablen werden einfach direkt mit Declare und dem Datentyp gesetzt. Das werden wir auch gleich sehen. Ja, das heißt, ich kann jetzt hier declared my var als int und damit hat das Ding dann existiert dieses Teil innerhalb von Stored Procedures oder von Stored Functions. Und ich kann dann noch einen Default-Wert setzen lassen, das sehen wir auch gleich und dann kann ich damit ganz normal arbeiten. Und sie ist gültig bis zum Ende der Stored Procedure oder Stored Function. Gut. Jetzt haben wir vorhin gesehen, wie wir Stored Procedures bauen und jetzt gucken wir uns mal an, wie wir Stored Functions bauen. Die sind meines Erachtens ein bisschen praktischer, da kann man tolle Sachen machen. Und als Use Case habe ich mir jetzt mal die Quersumme überlegt. Ja, die Quersumme ist ja die Summe aller Ziffern einer Zahl. Also ich erzeuge jetzt eine Function, create Function, vorher schieße ich noch den Delimiter um, aber das ist jetzt inzwischen alter Hut. Also create Function. Und bei einer Funktion habe ich immer einen Rückgabewert. Und das wäre jetzt hier Returns und ich muss den Datentyp angeben. In dem Fall ist es ein Integer. Und da brauche ich dann natürlich innerhalb meiner Function mein Return-Statement. Und was der da returnt, das gucken wir uns jetzt gleich an. So, jetzt habe ich hier einen eindeutigen Funktionsnamen. Der ist jetzt an der Stelle Quersumme. Und ich habe jetzt hier ein Parameter. Hier kann ich wieder 0 bis mehrere Parameter hinterlegen, eben wieder mit dem int. Ich habe jetzt hier das in weggelassen, damit ist es ein int-Parameter. So. Als nächstes muss ich das Verhalten spezifizieren. Das ist erst, ich glaube, letzte oder vorletzte Version ist es dazu gekommen. Ich muss jetzt hier sagen, wie verhält sich denn meine Funktion? Ich habe hier eine reine Funktion, also ohne Seiteneffekte, also ist sie deterministisch. Das bedeutet, dass ich keinen Zugriff auf irgendwelche globalen Variablen oder ähnliches habe, keinen Zugriff auf irgendwelche Tabellen, sondern wenn ich jetzt hier mein Input-Value auf einen bestimmten Wert setze, dann wird immer der gleiche Rückgabewert sein. Und das ist bei der Quersumme natürlich sinnvoll. So, jetzt setze ich zwei lokale Variablen. Einmal die Quersumme, Integer mit Default-Wert 0. Und ich habe jetzt noch in der Logik einfach eine kleine Variable für das Vorzeichen hinterlegt, dass es eben auch sauber mit dem Vorzeichen läuft. Das ist jetzt ein Datentyp TinyInt mit dem Default-Wert 1. Wenn jetzt mein Eingabewert kleiner 0 ist, dann setze ich das Vorzeichen auf minus 1. Also von 1 auf minus 1 und mein Input-Value wird mit mal minus 1 multipliziert und dadurch weiß ich, dass mein Input-Value jetzt eben auch wieder positiv ist. Das heißt, ich habe sozusagen mein Vorzeichen einfach heraus extrahiert in die Variable Vorzeichen. So, jetzt gehe ich in einer Schleife durch, solange im Input-Value noch was drin ist, wiederhole. Und jetzt sehen wir hier, wir arbeiten jetzt hier in Stored Procedures, aber auch eben in dem Fall ist eine Stored Function, mit Kontrollstrukturen-Elementen. Wir haben hier eine While-Schleife. Oben
hätte ich es eigentlich auch schon sagen müssen, oben haben wir eine Verzweigung. Also wir sind jetzt im imperativen Programmieren. Das heißt, wir können jetzt imperativ in unserer Datenbank programmieren und haben jetzt hier diese Schleife, die einfach sagt, okay, die Quersumme wird erhöht übers Modulo vom Input Value 10. Das ist sozusagen die einer Stelle meines Input Values. Danach mache ich eine ganzzahlige Division von meinem Input Value. Das heißt nichts anderes, dass ich die einer Stelle jetzt wegnehme, indem ich durch 10 dividiere, ohne Rest. Und somit klappe ich jetzt sozusagen meine einer Stellen Schritt für Schritt ab, bis in Input Value nichts mehr drin ist. Das heißt, in Input Value hole ich mir jetzt die einzelnen Ziffern raus mit dieser Struktur und die Quersumme wird einfach erhöht um genau diesen Wert. Und damit habe ich die Quersumme. Ja, also hier wichtig, ganzzahlige Division. Ich kann nicht mit geteilt durch arbeiten, weil dann würde ich hier meine Stored Function eben mit Nachkommastellen arbeiten und das wäre an der Stelle nicht richtig. So, dann end while ist klar. Ich gebe dann einfach die Quersumme mal dem Vorzeichen zurück und damit habe ich meine Quersumme als Stored Function realisiert. So, sehen wir uns den Aufruf mal an. Der Aufruf läuft einfach so, dass ich sage Select Quersumme von 138. Also ich kann sozusagen direkt im Select Statement auf eine Konstante, eben die 138, die Quersumme bilden lassen. Und die Quersumme von 138, 1 plus 3 macht 4 plus 8 macht 12. Und genau das sehen wir hier. Das ist aber nicht die eigentlich praktische Nutzung von meiner Stored Function, sondern praktisch ist es, wenn ich sie im Rahmen eines Selects auf eine Tabelle realisiere. Gehen wir mal davon aus, ich habe eine Tabelle mit einer Spalte, die heißt MyValue. Und jetzt kann ich hier ein Select realisieren, das jetzt besagt Select MyValue vom MyData-Tab. Dann würde ich eben meine Werte sehen. Und das sehen wir unten auch auf der linken Seite meiner Ergebnistabelle, sehe ich MyValue. Ich habe hier die 1, 2, 3, 4, 3, 2 und 8, 1, 2. Also ich habe drei Datensätze in meiner Tabelle. Jetzt kann ich aber im Select noch zusätzlich meine Quersumme realisieren. Das heißt, ich kann jetzt hier MyValue, Komma und jetzt noch Quersumme von MyValue. Das heißt, er wendet jetzt auf jeden einzelnen Datensatz MyValue an. Das sehen wir jetzt hier. Die Quersumme von 1, 2, 3 gibt 6. Die Quersumme von 4, 3, 2 gibt 9. Und die Quersumme von 8, 1, 2 gibt 11. Also wichtig, ich kann meine Stored Function innerhalb eines Select Statements auf jeden Datensatz der Tabelle anwenden. Und das ist natürlich eine relativ praktische Sache. Ja, und das haben wir jetzt hier eben wirklich, wie gesagt, realisiert. Soweit ich weiß, gibt es bei MySQL die Funktionalität der Quersumme nicht. Und ja, jetzt brauche ich sie, also baue ich sie mir zusammen. Und so kann ich jetzt sagen, okay, wenn mir MySQL oder welche Datenbank auch immer es ist, eine Funktionalität nicht vorsieht, dann kann ich sie mir bauen mit Hilfe von Stored Procedures oder in dem Fall jetzt eben vor allem Stored Functions. So, aber hier nochmal der Hinweis, der Syntax, der hängt zum Teil erheblich von dem RDBMS ab, das wir nutzen. Also bei einer SQL Server Datenbank sieht es schon wieder ganz anders aus. Aber die Grundideen bleiben erstmal. So, jetzt habe ich noch ein weiteren Use Case und zwar hätte ich jetzt gerne eine Stored Function, die intern ein Select auf eine Tabelle durchführt. Ja? Also ich habe sozusagen jetzt innerhalb einer Stored Procedure oder einer Stored Function ein Select und das gucken wir jetzt mal an. Da habe ich jetzt folgenden Use Case überlegt. Ich habe jetzt hier einen Schüler, der hat jetzt irgendwelche Noten. DE steht für Deutsch, da steht die 1 drin, EN für Englisch, da steht die 3 drin, MA für Mathe die 2 und dann haben wir noch eine Schülerin mit den Noten 2, 2, 2. So. Diese Schüler, die packe ich jetzt in eine Klasse. Das ist die 11BFI und zusätzlich habe ich noch andere Klassen. Vom Datenmodell kriegen wir das so abgebildet, dass ich jetzt eine Tabelle Schüler habe mit einer Schüler-ID, Name und Klasse und dann habe ich noch eine Fachnote auch eine ID mit der Schüler-ID als Foreign Key, Note und Fach. Also ganz billig. Und was ich jetzt gerne hätte, wäre eine Funktion, die mir hier ein JSON-Format baut.
Und zwar auch ganz, ganz wichtig, ich habe jetzt hier nicht MA, sondern Mathe stehen. DE wird zu Deutsch und EN zu Englisch. Und in gewissen Grenzen kann ich das jetzt mit SQL zwar darstellen. Und zwar mit Group Concat könnte ich sowas in gewissen, also mit einem relativ hohen Aufwand könnte ich das zwar hinkriegen, aber ich sage mal, nö, ich will es selber machen, ich möchte eine eigene Funktion bauen, die genau das macht, wo ich sozusagen einfach sage, okay, ich gebe eine Schüler-ID vor und der gibt mir dann die Noten in Mathe, Deutsch und Englisch und den Namen des Schülers. Wie machen wir sowas? Also, beginnen wir mal mit Create Function. Ich bekomme hier als Parameter die Schüler-ID. Ich gebe zurück ein Varchar von 1024. Das habe ich jetzt einfach mal so festgelegt. Und jetzt bin ich hier nicht mehr deterministisch, weil ich habe einen Zugriff auf die SQL-Daten. Das heißt, wenn die Tabelle andere Werte hat, dann wird ein gleichartiger Aufruf, also mit der gleichen MySID, unterschiedliche Daten bekommen, weil ja, es hat sich die Datenbasis auf der Tabelle geändert. Und deswegen gibt es hier das Schlüsselwort in MySQL Reads SQL Data. Okay, gut, dann legen wir los. Wir erzeugen uns jetzt erstmal einen Schwung an Variablen. Erstmal Variablen zur Vorbereitung für die Ausgabedaten. My name, das ist der Name des Schülers. Dann Note in Mathe, in Englisch und in Deutsch. Die initialisiere ich jetzt die Noten mit 0, einfach um dann später zu sehen, wenn ich durch mein Select keine Mathe-Note zum Beispiel bekomme, dann steht da die 0 drin und ich kann erkennen, anhand meines JSONs, das hat keine Mathe-Note zur Verfügung stand. So, die MyName-Variable, die hat eine Doppelnutzung, das werden wir dann gleich sehen. Und hier habe ich jetzt Variablen, die einzig und allein für das SQL-Ergebnis da sind. Also dort möchte ich jetzt meine Note und mein Fach reinlesen. Dann habe ich noch eine Variable myJSON. Dort soll dann am Ende des Tages mein String reingepackt werden und die initialisiere ich jetzt mit geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu, also ein leeres Objekt. Sollte die SID nicht existieren, der Schüler, dann gibt er halt ein Empty Object zurück. Deswegen der Default mit dieser geschweiften Klammer auf und zu. So, jetzt braucht man noch etwas. Jetzt geht es in dieses eigentliche Select, das wir innerhalb der Stored Function ausführen wollen. Und zwar brauchen wir eine Variable, die ich auf 1 setze, wenn das Select Statement am Ende ist. Also wenn ich keine weiteren Datensätze durch das Select mehr bekomme, dann möchte ich, dass dieser Is-Done auf 1 sitzt. Dann habe ich einen sogenannten Cursor. Der Cursor ist das, was ausgeführt wird. Das ist die eigentliche Abfrage. Und jetzt muss ich dem Cursor sagen, was er denn ausführen soll. Und zwar genau dieses Select. Also Select den Namen des Schülers aus dem Fach, aus der Fachnotentabelle möchte ich gerne die Note und die Fachbezeichnung haben. Dann muss ich die beiden verjoinen und eben noch sagen, where diese Schüler-ID ist my SID, also der Parameter. Und jetzt sage ich, wenn das Select am Ende ist, also wenn kein Datensatz mehr vorhanden ist, dann setzt bitte dieses Is dann auf 1. Das ist der Continue-Handler, den ich einfach brauche, um dann später eine Schleife abbrechen zu können, wenn eben kein Wert mehr da ist. Jetzt öffne ich den Cursor. Jetzt wird das eigentliche Select ausgeführt. Ja, also das ist wirklich das Abschicken des Selects. Das heißt, es wird durchgeführt und jetzt gehe ich in die Verarbeitung des Ergebnisses. Die Verarbeitung läuft im Rahmen einer Schleife, und zwar genauer gesagt in einer benannten Schleife. Der Name der Schleife ist getSchüler. Danach folgt Doppelpunkt und Loop. Damit sage ich eben der StoredFunction, dass hier eine Schleife durchgeführt werden soll. Und das ist erstmal eine Endlosschleife. Die bricht erst ab, wenn ich durch den Begriff Leave gehe. Also wenn Leave getSchüler dort steht, dann würde diese Schleife abgebrochen werden. Ansonsten läuft sie eben bis zum Ende hier durch. Das ist das Schleifenende. Auch hier muss ich wieder den Namen hinterlegen, eben End Loop Get Schüler. Damit habe ich jetzt eine Schleife gebaut.
Innerhalb der Schleife wird das Fetch-Ergebnis verarbeitet. Ich kann eben durch mein Select ja mehrere Datensätze erwarten und für jeden einzelnen Datensatz wird jetzt hier Fetch verarbeitet und zwar Fetch Schülercursor into die drei Variablen MyName, Note, Fach. Das Select hat ja auch drei Spalten selektiert und die werden dann entsprechend zugeordnet. So, mein Name kann ich dann später direkt in den JSON-String übernehmen. Note und Fach muss ich jetzt nochmal auswerten, weil ich ja nicht weiß, welche Note ich habe. Ich kann ja potenziell drei haben: Mathe, Deutsch und Englisch. So, jetzt kommen wir zu dieser Ist-Dann-Variable. Wir haben ja gesagt, unser Endhändler oder unser Datenbankhändler, der möchte gerne wissen, wann oder der triggert mir eine Funktionalität, wenn der letzte Datensatz verarbeitet wurde, dann setzt er ist dann auf 1 und das prüfe ich hier einfach ab. Wenn es auf 1 ist, dann bin ich fertig, dann verlasse ich die Schleife eben mit leave get Schüler. Wenn nicht, dann möchte ich jetzt meine Noten zuordnen und zwar gucke ich rein, was in der Variablen Fach drin ist. Dort kann jetzt entweder MA, DE oder EN drin sein und je nachdem setze ich meinen Notenwert in die Variable Note MA, Note DE oder Note EN. Im Else-Zweig, dort gehe ich nur dann rein, wenn ich eine nicht bekannte Note habe. Das wäre jetzt, was weiß ich, wenn andere Noten drin wären. Oder wenn gar keine Note existieren würde. Also das heißt, durch meinen Left Join, den ich vorhin eben dargestellt habe, wenn eben keine Note existiert, dann wäre alles null und dann würde hier in diesen Else-Zweig gehen und das ist einfach eine leere Anweisung. Das heißt, die Default-Werte von den Variablen Note, MA, DE oder EN, die würden eben belassen werden. So, dann gehe ich jetzt hier in die Erzeugung des JSON-Strings am Ende, also nach der Schleife. Das heißt, hier gehe ich mit Concat, genau wie in SQL auch. Das heißt, ich konkateniere mir verschiedene String-Elemente zusammen. Erstmal die öffnende geschweifte Klammer von JSON mit Name, dann kommt Komma, dann der Wert der Variable mein Name, dann Noten und dann halt die Mathe, die Deutsch und die Englischnote. Ja, damit haben wir sozusagen die wichtigsten Elemente jetzt durch. Jetzt müssen wir nur noch den Cursor schließen. Das mache ich hier unten mit Close Cursor und damit habe ich sozusagen jetzt meine Verarbeitung des eigentlichen und die eigentliche Verarbeitung abgeschlossen. So, am Ende noch Return my JSON wird zurückgegeben, mein End mit dem neuen Delimiter wieder zurückschieben, aber das ist jetzt inzwischen alter Hut. So, jetzt führe ich das Ganze aus. Select get Schüler JSON mit der Schüler-ID 1 und jetzt bekomme ich den Namen. Das ist der Fischer mit den Noten Mathe 1, Deutsch 2, Englisch 2. Okay, also das wäre jetzt ein denkbarer Use Case für eine Funktionalität innerhalb meiner Datenbank, die jetzt ja eben aus einem Datensatz einfach ein JSON baut. Ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist oder nicht, da kommen wir dann noch mal drauf. Ich wollte hiermit eigentlich nur demonstrieren, dass es geht. Jetzt gucken wir uns noch einen anderen Use Case an, der durchaus in der Praxis eine gewisse Relevanz hat. Schauen wir uns mal Folgendes an. Ich habe eine Tabelle, die heißt Customer Order. Dort ist die Customer ID drin und Order Date. Ja, also der Kunde würde gerne was bestellen. Was würde er gerne bestellen? Produkte. Also habe ich hier die Order-Element, wo ich sage, okay, ich habe die Order-ID als Foreign Key, die Produkt-ID, welches er bestellt hat, auch als Foreign Key und dann die Anzahl der Produkte. Also sagen wir mal, er will ein Radiergummi und zwei Bleistifte bestellen. Also habe ich zwei Einträge in Order-Element, einmal die Produkt-ID für den Radiergummi und Quantity 1 und die Produkt-ID für Bleistift Quantity 2. Das zeigt dann natürlich auf die Produkttabelle. In dem Fall habe ich jetzt hier einfach Name, Modellnummer und Gewicht, egal. Also einfach ein paar Datensätze oder ein paar Spalten. Und jetzt kann ich noch die Produkte einer Kategorie zuordnen und ich kann sagen, okay, das Produkt Bleistift und Radiergummi gehört jetzt zu Büromaterial oder Schreibutensilien oder Bleistift dann für Malutensilien. Das heißt, ich habe jedes Produkt, da kann ich zu mehreren Kategorien zuordnen.
Und in der Datenbank, in der ich jetzt diese Statements dann ausführen werde, habe ich relativ viele Datensätze jetzt drin. 10.000 Daten, 10 Millionen Datensätze in der Customer Order, dann 26 Millionen in Order Element. Die Produkttabelle hat 10.000 Datensätze und die Kategorien dann 33.000 Datensätze. Also im Schnitt kann ich jedes Produkt zu drei Kategorien zuordnen. Und jetzt hätte ich gerne eine Sichtweise, also ich würde jetzt mir gerne eine View bauen, wo ich sage, ich möchte für diese Abfragen, die ich mache, immer nur die für die spielrelevanten Kategorien haben. Ja, und die drei Kategorien, die irgendwas mit Spielen zu tun haben, Toys and Games, Hobbys, Game und Accessories. Das sind so die drei Kategorien. Das heißt, ich würde gerne nur diese drei Kategorien in einer View eben abfragbar machen. Und das machen wir jetzt so, dass ich sage Create View und ich habe das jetzt All Game Orders genannt. Jetzt kommt das Select Statement. Das Select Statement hat jetzt einfach hier Select Customer ID, Order Date. Das sind jetzt die beiden Informationen, die ich gerne hätte. Aus der Customer Order, ich verjoine das, also ich verjoine jetzt meine oben gesehenen vier Tabellen. Und where category is in Toys and Games, Hobbies oder Games and Accessories. Also damit habe ich jetzt eine View geschaffen, die mir nur diese spielerelevanten Daten rauszieht aus meiner Tabellen, aus den Tabellen. Und das Ganze mache ich jetzt pro Customer Order ID. Also pro ID kann ich jetzt eben sehen, die Information, also beispielsweise den Customer, wenn es denn eine Bestellung war, wo mindestens ein Produkt in diesen Kategorien Toys and Games, Hobbies und Games and Accessories entsprechend drin war. Okay, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist jetzt erstmal egal. Wichtig ist, dass jeder versteht, was diese View macht. Also ich hole mir hiermit jetzt Bestellungen, die mindestens einer dieser drei Kategorien ein Produkt beinhaltet. Jetzt führe ich mal ein Statement aus. Und zwar Select Count Stern from All Game Orders, also von dieser View, where Customer ID ist gleich 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn ich das Ding ausführe, bei einem ganz normalen, stinknormalen Rechner, bei einer Community Edition von MySQL, dann passiert erstmal gar nichts. Und nach 2 Stunden und 54 Minuten, also fast 3 Stunden, kriege ich ein Ergebnis. Und das geht natürlich gar nicht. Ja, also wir haben hier offensichtlich ein extremes Performance-Problem. Also überlegen wir mal, wo das herkommt. Also ich habe jetzt hier dieses Select Count Stern from All Game Orders und jetzt schränke ich hier ein, where Customer ID ist gleich 1, 2, 3, 4, 5. Was jetzt aber passiert ist, dass erstmal die Joins für alle Datensätze ausgeführt werden müssen erstmal. Erstmal wird die View ausgeführt, nämlich mit diesen Joins, weil ich innerhalb der View erstmal keine Reduktion auf die Customer ID 1, 2, 3, 4, 5 habe, sondern lediglich auf die Toys and Games, Hobbies und Games and Accessories. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt RDBMS, wo der Query Optimizer das erkennt und dann das von vornherein optimiert. Aber bei der aktuellen Community Edition von MySQL sagt der Query Optimizer, ja, Mai, du wolltest eine View haben, also kriegst du erstmal die Ergebnisse von der View. Das heißt, es werden alle Datensätze erstmal erzeugt. Dann erst wird basierend auf diesen Datensätzen der Filter durchgeführt. Es wird geguckt, welche Datensätze sind relevant. Also welche gehören zu dem Customer mit der ID 1, 2, 3, 4, 5. Und die Idee ist jetzt, ich würde gerne diese Einschränkung auf diesen einen Customer bereits in der View realisieren. Das Blöde ist aber, ich kann ja die View nicht parametrieren. Ich kann nicht sagen Create View mit einem Parameter von Customer ID. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass ich in die Where-Klausel mit Hilfe einer Session-Variable das Ganze zu realisieren könnte. Das heißt, ich könnte sagen, ich baue mir eine Session-Variable und sage einfach Where Customer Order CO Punkt Customer ID ist gleich und dann add
irgendwie eine Session-Variable. Aber das geht leider nicht. Also ich kann in einer View erzeugen, im CreateView, nicht auf Session-Variablen zugreifen. Das geht nicht. So, und jetzt gehe ich einen Umweg. Ich baue mir jetzt eine kleine Funktion, ja, die macht nichts anderes wie, sie übergibt oder sie returnt eine Session-Variable. Innerhalb der Funktion kann ich auf Session-Variablen wieder zugreifen. Das heißt, diese Function getMyParam gibt mir einfach nur die Session-Variable myParam zurück. Und jetzt baue ich in meine View, also All Game Orders 2 habe ich die jetzt getauft, diese Where Condition ein. Das heißt, ich sage jetzt Customer Order Customer ID ist gleich getMyParam. Und getMyParam liefert mir den Wert einer Session-Variablen drin. Das heißt, jetzt habe ich die Möglichkeit, diese View zu parametrieren. Also müssen wir uns jetzt erstmal darum kümmern, dass diese Session-Variable wirklich gesetzt wird. Also set myParam gleich 1, 2, 3, 4, 5. Die gilt jetzt innerhalb der Session. Und jetzt sage ich select count Stern from all game orders 2. Und jetzt bekomme ich 32 wieder zurück, aber mit einer einigermaßen akzeptierbaren oder akzeptablen Performance, eben in 0,73 Sekunden. So, es gibt andere Möglichkeiten, sowas zu beschleunigen. Ich habe mal ein Video hochgeladen zum Thema Materialized Query Tables. Da wäre das vielleicht ein eleganterer Weg, weil ich dann nicht mit Functions und vor allem auch nicht mit Session-Variablen arbeiten muss. Aber das ist auf jeden Fall mal ein Weg, dass ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wo eben eine View einfach nicht ums Verrecken performt, weil sie eben zuerst mal auf den Gesamtdatensatz geht und danach erst die Einschränkung macht, wie hier relativ schnell so eine View parametrieren kann, um dann eben die Performance entsprechend ein bisschen hochzudrehen. So, zum Schluss noch ein paar grundsätzliche Gedanken. Also, was erlaubt mir eine Stored Procedure oder Function? Wir haben ja bei diesen JSON-Erzeugungen gesehen, dass wir diesen JSON ja theoretisch schon auf der Datenbank erzeugen können. Das heißt, ich kann Funktionalitäten, die ich normalerweise auf meinen Application-Server umsetze, bereits auf der Datenbank realisieren. Und das kann an der einen oder anderen Stelle durchaus zu einer erheblichen Reduktion des Datenverkehrs zwischen Datenbank und Application-Server führen, weil ich eben nicht erstmal alles zum Application-Server zur Verarbeitung schicken muss, sondern es vielleicht vorher schon auf der Datenbank machen kann. Dann kann ich datenbankrelevante Funktionalitäten zentralisieren, Beispiel mit meiner Quersumme. Das heißt, wenn ich jetzt für irgendeine Applikation immer wieder Quersummen brauche, dann baue ich mir das Ding als Stored Function und kann es immer wieder nutzen. Dann kann ich auch die Nutzungsrechte von Stored Procedures und Stored Functions einstellen, und zwar individuell. Ja, das ist durchaus auch als Vorteil zu werten. Dann kann ich den Umgang mit Daten einfach flexibilisieren. Auch hier wieder das Beispiel mit meiner Quersumme. Das kann durchaus an der einen oder anderen Stelle die Gesamtkonstruktion meiner Datenbankabfrage erleichtern. Dann die Memory Usage und CPU Usage ist jetzt nicht mehr auf dem Application Server, sondern auf dem Datenbankserver. Und das kommt jetzt darauf an, wie meine Architektur aussieht. Das kann Vorteil sein, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt meinen Application-Server entlasten, damit der für das Handle von irgendwelchen Requests meiner Nutzer da ist. Es kann aber auch ein Problem sein, weil wenn ich jetzt sage, ich mache sehr viel auf der Datenbank, muss jetzt meine Prozessoren erhöhen und meine Datenbanklizenz hängt an der Prozessoranzahl, dann wird es halt teurer. Das muss ich mir halt überlegen. Wahrscheinlich einer der größten Nachteile ist, dass es etwas frickelig zu entwickeln ist. Gerade bei MySQL, Debuggen und Entwickeln von Stored Functions ist nicht wirklich gut. Also mein dringender Rat ist, wenn ich denn schon eine Stored Function baue, wirklich reduzieren auf das absolut Minimale. Ja, also da keine super Sonderlocken reinbauen, sondern wirklich nur das, was ich in irgendeiner Form einfach zwingend als Stored Procedure oder Stored Function brauche. Und da anhängend noch ein gut gemeinter Tipp von meiner Seite. Also ich sollte
Stored Procedures und Stored Functions wirklich nur dann nutzen, wenn ich es ums Verrecken nicht mit SQL hinbringe. Also eine SQL-Lösung eines Problems ist aus meiner Sicht immer einer Stored Procedure oder Stored Function vorzuziehen, weil es übersichtlicher ist, weil es weniger Hiccups beim Entwickeln macht, weil es weniger Probleme beim Modultest macht. Also an der Stelle, wenn es irgendwie mit SQL geht, dann würde ich persönlich auf die Stored Function oder Stored Procedures verzichten. Aber wenn es nicht anders geht, dann sollte man diese Möglichkeit nutzen. Und das kann, wie gesagt, an der einen oder anderen Stelle auch sehr, sehr vorteilhaft sein. Sieh die Performance-Erhöhung meiner View, wie ich sie eben einfach mit einer Stored Function parametriert habe. So, das war's von meiner Seite. Wie gesagt, wichtig ist mir, dass man weiß, was Stored Procedures und Stored Functions sind. Ich erwarte jetzt nicht, dass man nach diesem Video sofort loslegt und sich die kompliziertesten Dinger baut, aber gerade für Prüfungsfragen kommt es auf einem relativ hohen Level hin und wieder mal dran. Und wenn man das dann sinnvoll einordnen kann und versteht, was da dahinter steckt, ist es ganz gut. Und wenn in der Praxis mal wirklich an der einen oder anderen Stelle jetzt irgendwie eine Funktionalität dringend gebraucht wird, dann weiß man zumindest, wo man dann mal nachgoogeln kann, um eben zu sagen, ja, vielleicht kann ich mit einer Stored Procedure oder einer Stored Function das ganze Thema lösen. Ja, dann wie immer dranbleiben und bis zum nächsten Video.